Hi, wir sind Ploy und Jürgen. Ja, wir nehmen euch heute so ein bisschen mit hier bei uns auf der Farm. Alles soweit gut, alles schön. Zeigen euch mal, ja, wie man im Reis Fische fangen kann. Ja, hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich gehe jetzt mal Ploy hinterher und dann werden wir mal schauen. Er macht heute schon den dritten Arbeitsgang, wenn man denn so möchte, hier durch unsere Reisfelder, direkt am Gästehaus. Also ihr könnt sehen, also wächst unwahrscheinlich, wenn man jetzt gemessen an Ploy die Höhe mal nimmt. Stehen ungefähr 1,30 Meter, 1,40 Meter hoch hier Reis. Bei uns ja am Berg direkt. Und ja, der Lucky hat uns natürlich auch schon wieder entdeckt. Ja, folgt uns auf Schritt und Tritt. Allerdings will ich euch mal zeigen. Ja, ist Ploy jetzt mittlerweile schon beim dritten Gang Fische zu fangen. Hat auch schon welche erwischt. Ja, im Reisfeld. Legt dann ganz kleine Angeln aus. Und ja, muss dann immer wieder tonusmäßig kontrollieren, ja, ob da Fische halt eben drin sind oder gefangen wurden damit. Ist wirklich mit einer ganz kleinen Bambusangel. Ja, hast du was? Ja, okay, klein. Schauen wir mal. Ist ein Schlangenkopf? Ja, aber klein. Ja, so holt man hier aus den Feldern halt eben auch Fisch raus. Auch wenn hier momentan, wir haben jetzt den sechsten Tag, glaube ich, durchgehend keine Regenfälle mehr gehabt. Natürlich steht noch Wasser hier drin in den Feldern. Ja, so geht Ploy dann halt eben ja, die kleinen Fallen ab. Und ja, heute schon der dritte Arbeitsgang. Ich hatte es bereits erwähnt und hat jetzt schon 5 oder 6 Fische. War jetzt ein etwas kleinerer. Ja, so gehen wir mal weiter und hat aber auch größere schon ergattern können. Ja, Ploy weiß natürlich, wo sie die ausgebracht hat. Sind wirklich nur kleine Bambusstöckchen mit ja, einem 80 cm Schnur dran, Haken dran. Und? Hier nicht. Okay. Ja, so stapfen wir hier durch unsere Felder. Und ja, wir benutzen oder verzehren die meist selber nicht. Die kriegt dann die Schwiegermutter. Die sind ja immer scharf auf sowas. Und ja, da wird dann so halt eben auch Fischsoße von gemacht. Und ja, so wetzen wir jetzt hier durch unsere Felder schon zum dritten Mal jetzt. Ploy hat es vorher alleine gemacht. Ich sage, ich gehe mal mit dir mit. Dann schauen wir mal, ob wieder was in den Fallen drin ist. An den kleinen Angeln. Ja, die treuen Zuschauer unseres Kanals können dich mit Sicherheit daran erinnern, dass vor 2 Monaten hier halt noch nicht alles so hoch stand. Da war ja, ich schwenke mal rüber, damit man einen Anhaltspunkt hat, ja, unser Haus noch gänzlich zu sehen, verschwindet jetzt allmählich hinter den ganzen Reisfeldern. Wobei der Reis vom Onkel kann man auch mal schon zeigen. Der ist jetzt schon sichtbar. Ploy sagt auch, der kommt jetzt. Hier kann man dann mal schauen. Der kommt jetzt gut. Über sein ganzes Feld hinweg. Hat auch ein bisschen früher gestanden als der Reis, der jetzt bei unserem Haus steht. Ja,
Ja, wir hatten ja übers Wochenende hier reichlich Besuch. Und die waren auch ganz angetan, ja, vom Reis direkt am Haus. Und ja, jetzt so allmählich riecht man auch den Reis. Ja, also auch in der Luft merkt man es halt eben. Es riecht jetzt hier auch nach Reis. Und so werden wir noch ungefähr 6 bis 8 Wochen noch darauf warten müssen, bis dann die eigentliche Erntezeit losgeht. Ja, so stapft Ploy jetzt hier durchs Feld. Also ich würde die Dinger ja gar nicht mehr finden. Aber Ploy ist da guter Dinge. Ja, war bis jetzt schon erfolgreich. Hat natürlich da ihre Gießkanne mit, wo schon etwas drin ist. Nichts? Nicht Zeit. Ja, dann gehen wir vorbei. Ja, wo wir gerade mal beim Thema hier sind, was ganz anderes. Ja, eins der letzten Videos war ja auch über die Elefanten, die hier in der Nähe ja immer wieder noch ja, ihr Unwesen treiben, wenn man es denn so möchte. Und die sind aber immer noch in der Nähe. Wir haben jetzt gerade auch wieder Schüsse gehört. Mal eine andere Anekdote dazu. Hatte just gestern, ich sage jetzt mal auch was Kritisches mal wieder, ja, so ein Weltverbesserer wieder mal einen Kommentar geschrieben. Der ist gar nicht großartig in Erscheinung getreten. Waren allerdings dann 2, 3 Kommentare bei, die ich dann auch gelöscht habe. Und so nach dem Motto, ja, ihr Idioten, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr eure Hütte da errichtet, wo normalerweise die Elefanten ja ihr Territorium haben, ist natürlich völliger Quatsch. Ja, die Elefanten stammen eigentlich aus dem Nationalpark Pukradöng und sind da mal irgendwie ausgebüxt und seitdem, ja, sind die natürlich hier in der Landschaft unterwegs, werden allerdings natürlich auch nicht geschossen. Ja, muss man dabei auch sagen. Also, wenn man da eine Grundsatzdiskussion drüber anfangen würde, dann müsste man auch mal ganz kritisch fragen, wenn es denn so ist, dass man alles jedem wiedergeben müsste, ja, dann müsste man den Indianern auch ihr Amerika wiedergeben, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. So gibt es denn immer wieder, ich sag jetzt auch mal in diesem Video, auch Spinner oder Weltverbesserer oder meistens sind sie auch Grünwähler, muss man einfach mal klipp und klar dabei sagen, die nicht links und rechts gucken und einen ganz engen Schädel nur haben. So muss man es ja wirklich nur sagen. Hat mir dann auch wieder gezeigt, dass die PISA-Studie dann doch greift. Ja. Also sind der ein oder andere nicht ganz dicht. Können mich jetzt dafür verurteilen oder nicht, aber sowas muss auch mal gesagt werden. Also da sind auch wieder Kommentare unterwegs. Ich habe im Nachgang dann auch mal ein bisschen rumrecherchiert. Das sind dann auch wirklich so Accounts, die erstellt werden, nur um Unruhe zu stiften, ja, auf anderen Kanälen. Oder halt eben ja, dieses Phänomen kennen ja andere YouTuber auch, dass du immer mal wieder Kommentare da drin hast, die A, vielleicht unter der Gürtellinie sind oder B, von einem geschrieben wurden. Ja, dass wenn du dem ins Auge guckst, direkt bis an die Schädeldecke durchgucken kannst, also da steckt meistens nicht viel hinter. Ja, aber da reg ich mich gar nicht mehr drüber auf. Möchte mich bei der Gelegenheit dann auch mal über 1900... Abonnenten, ja, erfreut sind wir darüber und bedanken müssen wir uns natürlich auch. Wir sehen natürlich auch immer, dass unser Kanal ganz gut besucht ist, aber auch nicht unbedingt abonniert wird. Zeigt sich bei uns an den Zuschauerzahlen, dass die doch relativ stabil sind, auch wenn da die Abos ja so ein bisschen fehlen. Und hast du noch was entdeckt? Nee, nichts mehr. Ja, so habt ihr da mal Blick davon, was wir hier so machen. Jetzt hat der Ploy noch auf der anderen Seite von der Farm auch noch welche ausgebracht. So sind wir jetzt gerade vor dem Haus. Auch einzelne kleine Fallen und kleine Angeln hier ausgebracht. Ist wirklich vor dem Haus hier. Könnt ihr sehen. Ja, hier war natürlich noch vor 2 Tagen Party-Area.
Aber auch hier kann man sehen, der Reis, der kommt jetzt so richtig gut. Ja, hier ist ja unser Übergang, den wir mal zwangsläufig auf die Schnelle machen mussten. Hier sind die vier Rohre drin, die wir gekauft hatten. Nach wie vor fließt immer noch Wasser hier ab. Trotz der ausbleibenden Regenfälle fließt immer noch Wasser ab. Ja, hier können wir dann halt eben auch immer schauen und ist ein Indiz für uns dazu, dass in den Feldern noch genügend Wasser vorhanden ist. Wenn da nichts mehr kommt, dann muss man sich dann langsam Gedanken machen. Allerdings spielt es ja auch am Ende der Reiszeit nicht mehr so eine Rolle, da ja die Pflanzen eh schon ja ausgetrieben haben und von daher nicht mehr ganz so wild. Hier kann man mal sehen, also die Wasserhöhe ist klar, vielleicht maximal 15 cm. Aber da kreucht und fleucht genügend Leben drin rum. Ja, strategisch jetzt alles abgeschritten, die ganze Farm ist damit gespickt. So hat Pleu dann jetzt ja doch immer was ergattert. Kann mal schauen hier. Also das sind dann doch schon auch größere Weine. Also sowas findet man dann hier im Feld. Ja, 2, 4, 6, ja, ein kleinerer noch dabei. Ja, es sind insgesamt, was hast du, 10 Fallen ausgestellt? 10 Stück, ne? 15. Ja, 15 von diesen kleinen Angeln. Das sind wirklich nur kurze Bambusstückchen. Und ja, ein bisschen 60, 70 Zentimeter Schnur dran und ein Angelhaken mit Köder. Ja, so ist das dann alles, was dann hier dafür notwendig ist, ja, um aus dem Feld, ihr habt es jetzt gerade gesehen, dann wirklich sich Fisch rauszuholen. Und da ist bei weitem noch mehr drin. Also ist jetzt nur ein Bruchteil von dem, was man dann rausholen würde. Ja, war mal so ein Beitrag hier von uns. Auch mit ein paar kritischen Worten von meiner Seite aus. Aber auch bestimmt interessant für den einen oder anderen, was man denn alles noch so im Reisfeld findet. Wir sagen teilen, liken, abonnieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Bleu und Jürgen aus Thailand. Tschüss. Okay.